Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir haben es 3.06 Uhr am 28. Tag. So, wir wollen noch mal Vitamine nehmen, dass wir auch hier mit der Wellness ein bisschen hochkommen. Unser Essen wird hier gemacht. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen was mampfen noch. Weil Hunger hatten wir ja nichtsdestotrotz noch, ne? So, dann machen wir hier mal 10 davon. Ich weiß gar nicht, Durst hatten wir auch, ne? Ja. Die Eier, die können wir so essen. Das. Naja, das dauert mir jetzt so lange, um auf das Fleisch zu warten. Egal, haben wir ja dann. So, wir müssten auf jeden Fall jetzt in der Folge auch mal den Kaffee anbauen. Und wir haben irgendwo, ich glaube hier drüben, hatten wir noch Kartoffel. Das müssten wir auch mal anbauen. Und dann werden wir, ja, so wie die Feralhorde auf jeden Fall vorbei ist, werden wir hier mal die Straße hochgehen. Weil hier ist eine Stadt, da haben wir ja unser Lager aufgebaut gehabt. Und ja, wir sind ja eigentlich immer noch auf der Suche nach einem Minibike-Buch. Ne? Das wollen wir ja eigentlich mal nicht vergessen. Das ist hier jetzt eigentlich mehr oder weniger nur ein Zwischenpunkt, dass wir mal irgendwo campen können. Aber ich muss sagen, mir gefällt das hier. Also vielleicht sollte man überlegen, dass man sich hier den Schlafsack aufbaut. Aber vielleicht auch nicht. So, was haben wir denn noch? Also wir haben ein paar Woodframes, haben wir jetzt. Wir haben genug Holz, das heißt, wir würden jetzt hier weiter anfangen mit Bauen. Da ist die Frage, lassen wir die Brücke so offen oder machen wir die zu? Das ist noch eine Frage. Die weiß ich nicht wirklich. Aber was mich natürlich nervt die ganze Zeit über, ist, dass wir hier immer nur mit Woodframes so hochspringen und sowas. Das möchte ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir bauen uns hier mal einen Brückeneingang. Und den würde ich eigentlich hier in der Mitte vorsetzen. Ja. Im Grunde genommen hier. Sieht das bestimmt gut aus. So, das heißt, die müssten hier weg. Ist nicht wahr, dass die jetzt so stark sind, oder? Naja, ich habe gegen den Woodframe gekloppt. So, im Grunde genommen, dass wir hier und da, das ist alles ganz gut. So, und dann würde ich nämlich sagen, bauen wir uns das hier hoch. So, als kleiner, muss ja jetzt nichts Außergewöhnliches sein, es soll ja nur dafür dienen, dass man überhaupt mal hochkommt. Ja? Und nicht immer. Sich da Woodframes hinhauen muss. Wird ja auf Dauer auch nervig. So. Das kann denn eigentlich ruhig so sein. Die Fackel muss weg. Und dann brauchen wir Leitern. Leitern. Wo haben wir sie denn? Ich weiß nicht. Damals war das so toll. Man konnte hier einfach das bauen, was man wollte. Einfach hier, wenn man den Bauplan kannte. Jetzt muss man hier suchen, wie. Da sind sie doch.
So, machen wir mal 3 Stück. Wie, das waren jetzt schon 6 Stunden? 3 Stunden? Mann, die Zeit vergeht hier aber. In dem Spiel. Haben wir noch gar nicht wirklich was geschafft. So. So. Ups. So. Nee. Nee. Nein. Nein. Ja. Und. Na. Na. Ich bin zu nah. Warum geht das nicht? Nein! Warum da hinten? Wie hat der die jetzt gebaut? Was? Da hinten an der Wand. Na gut, hält. Ach, nun komm. Dann machen wir es eben so, oder? Eigentlich will ich es ja nicht, ne? Ich will ja die ruhig da unten haben. Komm, kümmern wir uns hier erstmal um die Zombies, die jetzt da irgendwo meinen aufräumen zu müssen. Ach nein, ach nein, ach nein, 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 nein. Ach, nee. Ach, nee. Eieieiei. Von wegen, die hat uns nicht gesehen. Ach, nee. Muss das jetzt sein? Von hinten kommt es keiner, oder? Nee. Ach, ist doch gut, Leute. Ich war eigentlich sehr pazifistisch veranlagt. Ach, nee. Zum Glück ist das nur eine kleine Horde. Was hat die? Auch nichts Bestimmtes. Na gut. Versuchen wir mal. Um Gottes Willen nachladen! Ach, nee. Schade. Was hier passiert? Na ja, gut. Fassen wir mal nicht an. So ein Mist. Nein. Wow. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, das kann natürlich auch immer wieder gut passieren hier, sowas. Das ist natürlich ganz ehrlich. Mega ehrlich ist das. Ich dachte, das wäre nur ein einfacher Zombie hier. Irgendwie mal so ein Zombie. Ich habe gar nicht mehr an die gedacht. Ach nee, da ist auch noch ein Feral-Zombie mit bei. Ach du lieber Himmels. Heiliges Heimatland. Nicht mal die Shotgun bei, ne? Doch. Schön. Das war aber gerade im letzten Moment, möchte ich sagen.
Hier ist was los, ey. Und ich dachte, wir haben noch mal eine ganz ruhige, gelassene Folge hier. So was ganz Romantisches irgendwie. Jetzt habe ich nicht mal mehr Schuss dafür. Ich krieg den nicht tot. Was machen wir jetzt? Ja, siehst du, wenn ich hier mal einmal zuschlage, ja, kriegst du aber da. Ja! Mann, 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 Mann. Katzenfutter hat die bei gehabt. Noch so ein Spucker oder was? Ah, ich hab doch gar keine Munition mehr für dich. Was machen wir denn mit dem? Naja, komm. Mir fällt echt nichts Besseres ein. Da hinten kommt schon wieder ein Hund. Auch nett. Den will ich hier mal haben. Der hat doch bestimmt tolle Sachen bei. Gut, hat er auch. Schmeißen wir das mal raus und das. Junge, Junge. Also mit sowas habe ich echt jetzt nicht mehr gerechnet. Dass wir hier so eine Probleme jetzt haben. Ich dachte, es wird... Da oben ist nochmal ein Feral-Zombie. Na komm, Hundi. Also es wird schwierig. Es wird langsam... Mächtig schwierig. So, jetzt mal. Wir haben ja für... Wir müssen hier mal leer räumen. Komm, weg hier damit. Das brauchen wir nicht. Das können wir mal kurz essen. Das Katzenfutter schmeißen wir raus. Ja. Oh Gott, ey. Alter, darauf bin ich nicht eingestellt. So, den haben wir aber getroffen. Hat der gerade meinen Pfeil kaputt gemacht? Ich mag die Zombies nicht. Und da läuft noch der Feral-Zombie. Wir müssen da echt übelst jetzt drauf aufpassen. Und ich glaube, die Shotgun-Moon, die nehme ich eher für den Feral-Zombie, als jetzt hier für die Spucker. Na, wir räumen hier jetzt erstmal auf. Ach, das ging ins Auge, ne? Entschuldigung. Naja, hier ist die Karte auch nicht wirklich geladen, oder? Ja, aber da habe ich einen Trick. Einfach mal so gegenhauen, dann... Ein Trick, der nicht mehr funktioniert, okay. Ja. Also im Grunde haben wir da hinten jetzt noch die zwei Spucker und die Feral-Zombie. Hier läuft auch noch einer. Aber das ist kein Feraler. Der Schuss ging durch, oder? Ja, ist klar. Passiert mir ja auch öfters. So.
Na, jetzt locken wir die hierher. Er kann schon von da hinten spucken hierher, ne? Ist doch nicht wahr. So, oder wir nehmen zwei Shotgun Moon. Wir nehmen die zwei Shotguns, würde ich sagen. Dann können wir hier mal nachladen. Und die ist vollgeladen. Dann ja, spuck erstmal. Ja, ja, kotzt sich aus. Wird der nicht. Das Brot braucht man jetzt nicht. Aber der andere ist hier reingefallen, glaube ich, ne? Der fliegt. Oh, der ist weg. Schön wäre ja gewesen, wenn der Feralzombie da reingeflogen wäre. So, irgendwo läuft der hier rum. Das müssen wir uns angucken. Auf jeden Fall. Ein Airdrop. Ja, cool. Ist mir der Airdrop jetzt wichtiger. Da könnte nämlich das Buch drin sein. Was wir ja eigentlich suchen die ganze Zeit. Nein! Nicht schon wieder so ein Schreizombie. Es gibt's nicht, ey. Es gibt's nicht. Los weiter. Also ich glaube, die Base können wir fast vergessen jetzt schon. Wir haben natürlich das Problem, wir haben den Ofen angelassen. Naja. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Blödsinn bei? Wir brauchen die Leitern definitiv jetzt nicht bei. Das brauchen wir nicht bei. Das können wir mal einpflanzen. Das brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht. Ist egal. Scrap ist weg. Das Sandwich-Ding brauchen wir auch nicht. So, und das pflanzen wir jetzt hier einfach mal ein beim Auto. Irgendwie. Ah, okay. Nichts Besonderes. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu sehr den Kurs verlassen von dem Airdrop. Ist natürlich doof, das hier irgendwie hinzuklatschen, aber schade, wir haben uns das Ding natürlich auch nicht markiert irgendwie. Aber wir laufen einfach jetzt hier mal ein bisschen in die Richtung. Können ja mal gucken, was hier so los ist. Und vielleicht finden wir ja doch durch Zufall. Bloß nicht da reinfallen. Naja, aber... Nee, ich glaube, das wird hier nix. Obwohl der... Eigentlich laufen wir auch gut. Hier haben wir Mais. Den können wir auf jeden Fall dann mitnehmen. Brauchen wir ja eh wegen... Weil dann haben wir die Kartoffel, Mais. Und dann können wir uns schöner Eintöpfe uns machen. Ja, mit... Meinetwegen. Ja, gut. Ich glaube, den Airdrop, den finden wir nicht. Der wird wohl weg sein. Schade. Da war bestimmt das Buch drin. Gut, aber wir sind wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, dass euch hat es gefallen. Mir hat es ja nicht so gefallen, dass da wirklich die Feralhorde dann... Naja, gut, war ja keine Feralhorde, aber diese Schreihorden... Ein paar Federn können wir auch mal wieder gebrauchen. Haben wir langsam auch keine Pfeile mehr.
Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst einfach mal einen Kommi da. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Es ist ja bald soweit für die Feralhorde. Deswegen werde ich hier definitiv jetzt auch nicht großartig weiterlaufen. Müssen zurück und da noch ein bisschen arbeiten, bis dann wirklich die Feralhorde kommt. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.